So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Power City. Und ja, wir haben eine ganze Weile schon nicht mehr aufgenommen, weil wir ein paar Folgen im Voraus produziert haben, aber jetzt wird es mal wieder Zeit und wir connecten uns zu FTB Project und gehen mal einfach auf den Server. Ich bin ein bisschen raus gerade und wow, okay. Nice, okay. Ich schaue gerade mal, was wir hier so alles im Start haben. Wunderbar. Ja, das sieht doch gar nicht so scheiße aus. So. Und eure Kommentare haben mir gesagt, ihr kommentiert nicht, ihr kommentiert gar nicht, ihr habt einfach zu wenig Viewer. Und das bedeutet für mich aber ganz klar, dass ich glaube, ich mit dem Birkenholz am Start bin. Das passt, glaube ich, am allerbesten zu dem Marble, den wir hier verbaut haben. Und das bedeutet, wir gucken jetzt mal, dass wir ordentlich viel Birkenholz am Start kriegen. Denn den brauchen wir auf jeden Fall für den Boden und auch für andere Dinge. Und ja, dann schauen wir mal, wie viel Birkenholz haben wir denn? 20 Birkenholz haben wir am Start. Alright. Der wird aber natürlich nicht reichen. Das heißt, wir müssen uns unbedingt Birkenholz-Säpplinge besorgen. Und dann mit den Birkenholz-Säpplinge einiges anpflanzen. Was haben wir hier? Birkensetzlinge. 6 Stück. Wunderbar. Die pflanzen wir dann gleich auch mal an, weil wir brauchen die natürlich. Oh, der ist auch gewachsen. Sehr nice. Sehr nice. Und was haben wir denn hier am Start? Den holen wir uns natürlich auch gleich mal runter. Steinaxt, komme ich da hoch? Auf gar keinen Fall, oder? Nein, no way. Okay, dann bauen wir uns mal kurz hier hoch. So, holen wir uns das hier und bauen dann hier schon mal die erste Birke an den Start. So. Wunderbar, was haben wir denn hier? Ein Fichtensetzling, der nicht so recht gedeihen will. Wahrscheinlich ist er einfach ein bisschen zu pepp auf dem Zaun drauf. So, dann hoffen wir mal, dass es mit dem Birkensetzling besser funktioniert. Dann machen wir hier noch einen hin. Hier noch einen Birkensetzling. Hier noch einen Birkensetzling. Dort noch einen Birkensetzling. Yo, und das war's auch schon. Dann machen wir hier vielleicht noch die Fichte hin. Wunderbar, so. Ja, dann ruppen wir mal hier diesen Basalt wieder raus, weil we go Birkenholz. We gonna go with Birkenholz am Start. Und wir werden hier mal versuchen, das komplett mit Birkenhaus innen einzurichten. Wunderbar. Keine Antwort von euch ist auch eine Antwort. Vielen Dank dafür. Und ja, wir schauen jetzt mal. So. Was gibt es Neues zu erzählen in dieser Welt? Anscheinend wieder ein paar neue Mitspieler. Ich bin da gar nicht mehr up to date. Ich war ein bisschen krank am Wochenende und konnte deswegen nicht an den regulären Aktivitäten meiner Mitspieler teilhaben. Ich hoffe aber, ich glaube aber, es ist alles ganz gut verlaufen, soweit ich das sehen kann. Ich kann gleich einmal nochmal die Grundstücke abchecken, was da abgegangen ist. So, jetzt mache ich hier einfach schon mal alles mit. Oh, hier ist noch ein Treppchen. Interessant. Alles schon mal mit Birke. Und ja, notfalls ruppen wir es wieder raus. Ist ja nicht verloren. Brauchen tun wir es auf jeden Fall. So. Aber dann sehen wir jetzt auf jeden Fall schon auch mal so ein bisschen im Gesamteindruck, wie das aussehen könnte. Und ich glaube, das wird ganz nice. Oh ja. Das wird schon ganz nice, muss ich sagen. Dann können wir es gleich mal über. Gleich. Oh, hier. Da. Den. So, ja, wie hier, ja. Können wir uns gleich mal überlegen, wie wir hier den Eingang gestalten. Also, das Problem ist natürlich, hier haben wir, so hohe Türen gibt es leider nicht bei Minecraft, was ich ein bisschen schade finde. Aber so ist das halt. Haben wir Türen dabei? Nope. Aber wir können auch mal unseren Kaktus hier reinpacken. Und die Flachssamen. Flachssamen? Was ist denn Flachs? Ich habe keine Ahnung, was Flachs ist. Hier habe ich noch mehr Flachs. Okay, Samen, Samen, einfach nur Samen. Weizen, noch mehr Samen. Okay. Gehirne haben wir auch, wunderbar. Kohle, wunderbar. Rosen haben wir auch, schön, ja. Okay, was wollte ich holen? Glas wollte ich, glaube ich, holen und Türen. Denn ich wollte mal gucken, wie so eine Tür eventuell aussehen könnte. Badam, hier haben wir Glas, wunderbar. Nehmen wir dafür vielleicht die Glasblöcke. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Dann gucken wir mal, können wir denn unterschiedlich farbige Türen machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ist das eine andere Tür? Nö, immer die gleiche Tür. Und mir fällt gerade auf, ich habe keine Mucke am Start. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin so ein bisschen raus, aber so ist das halt, wenn man ein paar Tage
nicht mehr aufnimmt und ein bisschen müde ist, dann ist man dann irgendwann mal ein bisschen durch den Wind. Aber labern kann man dafür umso mehr. So, wunderbar. Und los geht's. Nein, das Lied kennen wir doch schon. Wir nehmen mal das. Ein bisschen besinnlicher. Wunderbar. So, dann, nee, hier waren wir nicht. Hier. So, und das sieht wunderschön aus. Wir bauen hier oben nochmal Glasscheibe rein. So. Und jetzt Tür, wo ist das eh? Hier. Bäm. Noch nicht stackbar. So und so. Ja. Aber wie ich befürchtet habe, sieht das vermutlich mit Glasblöcken besser aus. Deswegen probieren wir das mal mit den Glasblöcken. Und jawohl, sieht gleich viel besser aus. Wobei man sieht eigentlich kaum, dass da Glas drin ist. Sieht relativ leer aus, ne? Was machen wir denn da? Da war es fast besser, was man überhaupt gesehen hat, dass irgendwas drin war. Oder aber wir machen, was natürlich auch geht, wäre, wenn wir aus dem Birkenholz... Ach so, wie ist denn das? Ah, Sticks sind Sticks. Okay, so weit sind wir noch nicht, dass wir aus, oder doch? Nö, das wäre auch falsch rum gewesen. So. Zäune? Ach so, Zäune gehen ja. Ja, alles klar. Der Super Noob ist am Start. So, ja, Zäune sind Zäune. Völlig egal, aus welchen Sticks man die macht. Ist klar. Dann probieren wir doch mal aus, ob die Zäune da eventuell besser aussehen. Badam, badam. So. Ja, ja, das ist schon ein bisschen besser. Hat schon ein bisschen mehr. So, dann können wir eigentlich, auch wenn wir gerade mal dabei sind, hier schon mal ein paar Glasscheiben einbauen. So, das sind nämlich nur Vierer. Okay, und sind die nicht connected? Das wäre natürlich geil gewesen. Schade, okay. Warum sind die nicht connected? Habe ich keine connected? Kann das hier das Ding nicht? Das wäre ein bisschen schade. Okay, 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 wir brauchen nochmal neue Glasscheiben. Neukraften, so bim, 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 glaube ich, jawohl, 16 Stück. Ach, dann machen wir doch nochmal 16, 32, das werden wir wohl brauchen. So, dann können wir hier das noch zumachen, das Loch, wunderbar, jawohl. Naja, da kann man so ein bisschen am Start. Dann machen wir hier auch noch das Ding zu und dann können wir uns sogar gleich auch mal über das Dach Gedanken machen. Dass hier tatsächlich dann auch mal irgendwann hin muss. Hier kommt dann 1, 2, ja, und wir müssen uns überlegen, auf welche. Immer die gleichen Lieder, habe ich so das Gefühl. Ja. Ob wir hier dann praktisch eins tiefer bauen, dass wir praktisch auf dieser Höhe schon sind, oder bauen wir praktisch so, dass wir dann da drauf sind. Ne, können wir nicht, weil das ist die eigentliche Höhe. Außer wir würden hier Stufen nach unten machen. Wir müssen das, glaube ich, so machen, weil wir haben hier praktisch die Decke von unten und die soll ja auch 3 hoch sein. Und dann können wir nicht... Obwohl, ja, das wäre natürlich schon geil, wenn die auch 3 hoch wäre, weil sonst ist die Etage ein bisschen niedrig hier. Wir wollen hier unten auch ein bisschen was unterbringen. Und das heißt, wir können dann da drüber gleich mal schön Birkenholz an den Start bringen. Das heißt, wir setzen hier oben drauf Birkenholz. Das mache ich jetzt mal für da vorne, dass ich weiß, wie hoch das werden muss. So, das ist dann praktisch unser Boden, die Bodenhöhe. Hoppala. Automatisch nachstacken ist zwar ganz geil, aber nicht immer. So. Ich habe vergessen, wieder die Aufnahme, das Ding abzuchecken. Dann können wir hier weitermachen mit Marble Bricks. Dann wird es auf jeden Fall so hoch werden. Genau. Bam, bam.
So, dann machen wir hier die Treppe hoch. Machen wir da eine Dreiertreppe oder. Nee, kann eigentlich nur eine Zweiertreppe werden, ne? Mache ich jetzt einfach mal so. Ist nicht schön, aber selten. Und hier machen wir genau den Boden so weiter. Jo! Und ich habe auch wieder mit meinem Show and Play Minecraft angefangen, mit neuen Texture Packs und einem neuen Shader, wo ich euch herzlich einlade, mal reinzuschauen. Finde ich, sieht jetzt ganz schnieke aus soweit. Jo. Wir brauchen neue Brickety Bricks Bricks. Die haben wir hier, auch nicht zu knapp. Können wir also ordentlich bauen mit. So, wie sieht es mit unseren Birken aus? Wächst da was? Komm schon. Noch nicht, aber müsst ihr ja bald, weil wir sind ja hier ganz ordentlich am Start. So, und unser Haus nimmt langsam Form an. Sehr gut. Was wir auch mal gucken können, ist natürlich, es gibt die Möglichkeit, so kleine Klötzchen zu craften. Hier, seht ihr das? Also das sind nicht ganze Blöcke, sondern halbe Blöcke. Marble Brick Slab. So, da braucht man eine Handsaw. Da gucken wir doch mal. Wie geht denn die? Man braucht zweimal Ruby, Eisenbarren und Stöcke. Ja, hör mal, das haben wir doch am Start. Da können wir nämlich die Sachen sägen. Ja, zwei Rubine haben wir. Dann brauchen wir zwei Eisen, haben wir auch. Und Sticks haben wir auch. Geilo, geilo. So, zweimal Eisen. Und eins, zwei, drei. So, dann haben wir hier eine Ruby Handsaw. Jeez, geil, okay. Dann, was muss man damit machen? Wie geht das? Okay, Marble Brick Slab. Wir testen das jetzt einfach mal. Wir packen einmal Marble so und einmal so. Tatsächlich, guckt euch das mal an. Wie geil, okay. Fett, okay, cool. Wie nice, wie nice. Ja, wir müssen jetzt hier fast unser Gebäude nochmal neu bauen. Weil ich habe ja einen völlig komplett neuen. Oh, wie abgefahren. Wie geil. Haha. Nice one, nice. Okay, sehr geil. Warum sagt mir das keiner? Wie geil ist das denn? Hallo. Total abgefahren. Wie cool. Wie cool. Ich freue mich gerade ohne Ende. Okay, man kann die jetzt noch kleiner machen, soweit ich weiß. Und ich glaube, man kann die auch nicht nur in solche machen, sondern auch in, genau, in kleine Ecken. Bam. Ach so, das heißt, ich kann die jetzt immer weiter kleiner machen. Oder wie? Hier. Okay, und wenn ich jetzt den da reinpacke, dann. Alter, wie geil ist das denn? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Haha. Ich bin total begeistert, Leute. Ich bin völlig von den Socken. Wie lange ich darauf gewartet habe, dass das geht. Und es gibt es da einfach. Okay, das ist der kleinste, die kleinste Einheit. Das ist gut zu wissen. Und ich glaube aber hier. Ach so, ja, schau mal, schau mal. Man kann jetzt aber auch. Okay, das habe ich natürlich alles von denen verbraten. Das kann man immer. Also seitlich. So. Dann. Boah, wie geil. Das ist ja noch kleiner, Alter. Und dünne Scheibchen kann man auch machen. Ich bin total begeistert. Okay, ich entdecke gerade Minecraft komplett neu. Wie cool ist das denn? Hammer. So, können wir das hier noch einmal klein schneiden? Was ist das? Marble Brick Post? Marble Brick Panel Strip.
Wie? Achso, warum geht denn das nicht? Was ist das denn? Ja, wie abgefahren ist das denn? Wir können einen komplett neuen Tempel bauen. Okay, ich bin gerade leicht perplex, was ich alles machen kann. Für mich eröffnen sich gerade komplett neue Möglichkeiten hier. Hammer. Ja, wie geil ist das denn? So gut. Ja gut, das ist natürlich auch extrem kompliziert. Haben wir hier mega viele Sachen am Start. Okay. Oh ja, wie geil. Okay, man muss aber wissen, es geht sozusagen nur einmal oder halt. Okay, das geht also auch. Okay, cool. Also sorry, ich finde gerade komplett neue Sachen hier raus. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich erstmal so ein bisschen hier dran rumspielen. Okay, kann man dann hier auch nochmal was dran machen? Okay, das sieht dann so aus. Okay, und hier könnte man dann im Prinzip so. Geil, okay. Okay, ich teste gerade so ein bisschen und ich glaube, ich muss mir nochmal irgendwie einfallen lassen und ein bisschen testen, was man hier denn damit alles dann bauen kann. Das ist ja schon mal ganz nice so. Da kann man zumindest einfach mal so ein bisschen Variation reinbringen. Dann ist das nicht einfach nur irgendwie so ein Bollen, sondern kann hier einfach dann auch ein bisschen Dekoration an den Start bringen, was sehr nice ist. Das heißt, wir können hier wirklich zu einem kleinen Baumeister werden und uns überlegen, wie wir hier die Dinge an den Start bringen wollen. Wir können zum Beispiel mal probieren, ob wir hier nicht das da, ob das nicht geiler aussieht, wenn wir da irgendwie sowas hier reinbauen. Ne? Also zum Beispiel. Tja, geht schon mal nicht. Okay, das können wir nur seitlich packen, habe ich verstanden. Dann gibt es noch diese Dinge und ich glaube, die kann man nur mittig. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Hat ein bisschen was vom Gefängnis. Dann nehmen wir mal die flachen hier an den Start. So. Ah, okay, das ist natürlich. Das ist natürlich nice. Ich meine, das ging natürlich vorher nicht. Jetzt überhaupt kein Problem. Haha. Sehr geil. Weiß nur nicht, ob das jetzt so unbedingt so super schön ist, was ich da mache. Aber wir testen das einfach. So, und jetzt, okay, haben wir hier die Platte. Mhm. Ja, aber das wird. Wir können jetzt, also ich bin jetzt hart konzentriert. Wir können ja hier jetzt im Grunde richtig kreativ werden und Dinge tun, die ich mir vorher nicht geträumt hätte zu, gewagt hätte zu träumen. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich ja so ein bisschen Zeit brauchen, irgendwie reinzukommen, aber das kriegen wir alle hin. Hier haben wir noch diese Dinger. Können wir da auch irgendwie noch kleine Sachen draus machen? Nö. Das heißt, hier haben wir im Prinzip den kleinsten Teil. Genau, das könnten wir dann hier so draufpacken zum Beispiel. Das ist ja ganz nice. Das heißt, es gibt ganze und halbe. Und dann könnten wir vielleicht den hier. Okay, sowas zum Beispiel. Und dann da den oben drauf. Nö. Okay, bestimmte Grenzen gibt es. Kann man nicht alles unendlich irgendwie zusammenbasteln. Aber es gibt zumindest so ein paar Möglichkeiten. Und allein, dass man hier schon in der Lage ist, sowas zu bauen, finde ich ja schon echt nice. Also das ist jetzt ja vorher nie gegeben. Wobei, das hat schon ein bisschen Gefängnis-Style, so mit den Schräben nach unten. Da müssen wir vielleicht ausprobieren, ob doch die
Die senkrechten. Welche waren denn das? War das nicht die? Oder habe ich die schon aufgebraucht? Nö. Wir hatten die hier, aber dann gab es da noch andere. Moment, da sägen wir noch mal ein bisschen. Genau. Und dann haben wir die und die. Aber die haben wir hier auch schon. Achso, oh Mist. Sondern wenn man die jetzt noch mal so, nee, so, dann haben wir wieder die hier und da. Da ändert sich nichts. Achso, hier haben wir dann Marble Brick Pillar. Okay. Das ist dann so ein. Okay, im Gegensatz zu dem hier. Okay. Dann haben wir den und den. Ja, okay, nice. Ja, Entschuldigung, wenn das jetzt gerade so ein bisschen hier ausprobieren ist. Ich entdecke das gerade und bin happy ohne Ende, dass ich hier. Oh, okay, aber wird ziemlich gebraucht. Dass das hier überhaupt funktioniert. Das ist schon mal ziemlich nice, muss ich sagen. Und genau, jetzt haben wir nämlich hier den da, wenn wir das wollten. Und dann müssen wir wieder wechseln auf den. Da können wir sogar sowas bauen. Okay, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Kann man machen. So, dann müssen wir hier uns natürlich auch noch was überlegen. Weil, wie soll das hier rausgehen? Machen wir da auch wieder. Die Tür ist weg. Die Tür ist weg. Machen wir da auch wieder Birke oder was machen wir da draus? Könnten wir natürlich tun. Wobei, das hat ja eigentlich eher was Wohnliches. Da müssen wir uns dann wirklich überlegen, was für eine Art von Wegeführung wir hier nehmen. Ob wir da einen normalen Kies nehmen. Der sieht in dem Texture-Pack allerdings ein bisschen schäbig aus, muss ich mal sagen. Wir können ja mal gucken, wie wie Pflasterstein aus, wenn man den brickt. Also wenn man den... Kann man den nicht mehr bricken? Hä? Konnte man noch nie. Geht nur mit Cleanstone. Wir machen mal ein paar... Ach so, geht das eigentlich auch? Oh ja! Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Eigentlich wollte ich den Pflasterstein cleanstonen. So, okay. Dann haben wir hier sauberen Basalt. Das ist natürlich was anderes, wenn hier nicht diese komischen Flecken drin sind. Tja... Auch ganz nice, muss ich mal sagen. Auch ganz nice. Basalt Cobblestone. Okay, ich hatte von dem jetzt nur einen. Was passiert? Kann man den auch zu... kann man den auch zu Bricks machen? Jetzt bin ich total in der Materialerprobungsphase, wie ihr seht. Oh yeah. Sehr nice. Okay. Und den kann man doch, glaube ich, auch abbauen, ohne dass er zu Korbel wird. Genau. Okay, das ist natürlich wieder nice. Okay, kann man den auch zersägen? Ja. Okay, das ist abgefahren. Sehr nice, muss ich mal sagen. Sehr nice. Okay. Ja, dieses... Ich meine, es gibt hier unfassbar viel zu tun, was Elektronik und so ein Gedöns angeht. Und ich freue mich über so ein paar Steinchen. Aber okay, so ist das nun mal.
sehr nice. Sehr cool. Ja, und wir haben schon wieder, die Folge ist schon wieder voll. Ich würde sagen, wir sind heute ein bisschen weitergekommen, haben jetzt ein neues Feature entdeckt. Sehr cool. Wissen hier, wie die Höhe ist und haben auch einen schönen Boden drin. Von dem her nicht völlig unerfolgreich. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gerne auch abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Oh, abmelden.